Fragt es doch einfach. Ihr könnt doch mit Tieren sprechen. Nein, nur er kann sprechen. Nur Shirl. Ah. Ja, warum spricht er denn nicht mit der Katze? Er spricht kein Katzisch. Ja. So, wieder vereint. Also ein Rätsel über Deutschland so um 1990. Ach nein, dann würde es Wiener Vereinigt heißen. Okay, Das ist ein Amida Kuji. Eine sogenannte Leiterlotterie. Du musst waagerechte Linien platzieren, um die Tierkinder zu ihren Müttern zu bringen. Wie viele waagerechte Linien musst du mindestens... Was? Oh Gott, lass ein Bambi! Ja, ich war gerade Bambi. Nein, du musst die... Wie viele waagerechte Linien musst du platzieren? Tippe das Feld an, um deine Antwort einzugeben. Und mehr darüber zu erfahren, wie ein Amida Koyo funktioniert, berühre einfach die Schaltfläche links, um eine Zusammenfassung zu halten. Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Es ist halt... kennst du diese Dinger, wo Spinnen so runterkommen an Linien? Ich kenne halt dieses so, wo unten ein Tier ist und oben ein Tier ist und du dann so eine Linie hinzufügen musst, damit es, wenn es runterrutscht, da zu dem ankommt. Ja, und so in der Art ist das hier auch, bloß dass die alle wohl dahin müssen, wo sie... Ja, aber was sind... Wie viele... Ja, du musst halt... Also ich zeige... Soll ich dir das schnell mal... Nee, ist okay, aber trotzdem... Biegt halt ein Vogel oder also ein Tier immer ab, wenn es ein Ding hat? Ich vermute, ja. Eben. Das glaube ich eben auch. Moment, hier... Berühre das Antwortfeld und bla bla bla, Zahl eingeben. Ja gut, das ist ja... Ja. Jetzt kannst du die gewünschten... Warte, Buchstaben eingeben. Aber eine Zahl ist kein Buchstabe. Ja, aber mal hier bei einem Amida Kuju folgst du von oben einer senkrechten Linie. Sobald du auf eine waagerechte Linie triffst, folgst du dieser, bis du wieder auf einer senkrechten Linie triffst. Ja. Ja. Der du dann wiederum folgst. Ja, eben. Ja, kenn ich. Ja, das ist sowas. Okay, bei meiner Notiz. Werde ich auch brauchen. So. No, tut mir leid. Okay, so. Das ist dann so. Also ich habe eine Lösung. Ich habe auch eine Lösung und die müsste sogar soweit schon stimmen. Ich versuche es einfach mal. Ja, ich habe es richtig. Nee. So. Die Zahl wollte ich. Mal gucken, ob sie es also auch ist. Ha! Eine echte Erleichterung. Ganz sicher weiter. Schade, dass das nicht irgendwie so ein Trick dabei noch ist. Naja, es ist halt... Man muss also, halt, weil ich, nee, also ich, man muss halt aufpassen, dass sich halt nichts widerspricht. Ja, natürlich, eben. Aber deswegen habe ich das auch... Ach, so rum geht's auch? So war ich meine. Das, meine war andersrum. Ein bisschen. Nee, meine war so. Also, oder... Ach nee, oder doch, oder war das so? Nee, ich glaube, das war so, stimmt, doch, ja. Also ich habe auch hier... Nee, stimmt, meine war... Also auf jeden Fall, wir hatten es beide richtig. Ja, ich bin nur gerade ein bisschen... Nee, ich glaube, meins war wirklich so. Ach nee, meins war, das... der unterste war bei mir links oben. Mhm. Hat halt auch funktioniert. So. Alle glücklich fein. Ja. Okay. Supi, Rätsel zum Rätselindex hinzugefügt. Die hatte sich wohl gar nicht verlaufen. Die hatte sich... Nein, du hast bestimmt recht, Miss. War offenbar auch gar nicht mehr so jung. Ich habe mir umsonst Sorgen gemacht.
So, jetzt die Omi. Hier so, die sieht so süß aus. Okay. Und sie hat kein Rätsel. Och Mann. Die leitet bestimmt die Motiv. Die könnte glatt Oma Enigma sein, bloß ein Jünger. Also Tochter Oma Enigma. Was? Nein. Doch. Die hat auch so ein... Es gibt... Nee. Die hat die Statur, die hat den Mund, die hat eine lange Nase. Ja, Oma Enigma hatte ja eine Enkelin. Ja, vielleicht... Und sie war eine Enkelin zu haben, muss man auch... Ja! Aber... Muss ja nicht unbedingt eine Tochter haben. Naja, doch. Kann auch einen Sohn haben, um eine Enkelin zu haben. Ja, ist es vielleicht ihre Schwiegertochter, die genauso aussieht? Bloß halt mit einer anderen Frisur. Oh mein Gott. Ja, da schreibt auch jemand. Also wer findet alles, dass das so ähnlich aussieht und wer findet es nicht? Ich finde eine ältere, rundlichere Dame aus. Wie würdest du die eigentlich sprechen? Wollte ich etwas im Adlers Nest kaufen? Nun, ich wollte zumindest ein wenig herumstöbern. Ja, es wird von einer Dame namens Katja Adler geführt. Adler? Ist das nicht dieses... Da gibt's doch wirklich so... Ja. Aber das ist ja Schleichwerbung. Sie hat wirklich die schönsten Kleider. Und auch die Hüte und Accessoires sind wirklich reizend. Aber es arbeitet nur die Besitzerin dort. Daher gibt es eher sporadische Öffnungszeiten. Es findet noch jemand, dass sie aussieht wie Oma Enigma. Aber solange sie jetzt nicht damit kommt, dass sie unsere Rätsel aufbewahrt, und ich glaube, das geht auch gar nicht mehr. Wird das nicht jetzt alles... Ich habe so das Gefühl, dass über den Rätselindex das Ganze jetzt gehandelt wird. Rätselindex hast du ja nur, wenn... von dem Rätsel hast du ja nur, wenn du das normalerweise Rätsel schon mal angetippt hast. Ne, vielleicht gibt es da jetzt eine extra Rubrik. Mhm. Aber vielleicht habe ich mich da auch vertan. Sie hat wirklich Glück, sich aussuchen zu können, wann sie arbeiten will. Das ist jetzt Dings hier. Catriel. Ja. Ja. Achso, ja. Ich habe jetzt nicht gewusst, ob du jetzt Catriel oder... Sie hat wirklich Glück, sich aussuchen zu können, wann sie arbeiten will. Sie ist frei wie ein Adler im Wind, der nur manchmal zu seinem Nest zurückkehrt. Gab's vorher einen Charakter mit Adler? Ich kann mich an eine Katja erinnern, aber die wurde mit I geschrieben. Aus Schatulle der Pandora. Ja, das weiß ich. Das habe ich letztens erst gespielt, sonst wüsste ich das nicht. Ja, also, aber Adler fällt mir jetzt nicht ein, auch nicht irgendwie mit Boutique oder sowas früher. Nee, auch nicht aus Hochland oder wie das da hieß. Nee, also da gab... Nee. Also mal sehen, vielleicht, wenn man die Person sieht. Doch gar nicht über sie, was? Vielleicht ist du deine Schnüffelnase nicht in anderer Leute Angelegenheit stellen. Ich frag mich... Du weißt doch gar nichts über sie, Cat? Ja, du weißt doch gar nichts über sie, Cat. Vielleicht solltest du deine Schnüffelnase nicht in anderer Leute Angelegenheiten stecken. Wuffi, wuff. So, aber ja, Boutique. Adler. Aber da ist noch ein Typ. Ach ja, der Typ. Boop. Und wir brauchen noch Hinweismünzen. Pilzkopf. Ja, wie spricht man einen von den Beatles? Der sieht ein bisschen aus wie ein Seestern. Nö. Nein, eigentlich nicht, aber... Der sieht aus wie ein Pilz. Der Laden stand bis vor kurzem noch leer. Aber jetzt hat ihn jemand neu eröffnet. Auf dem Schild steht Detektei Layton. Sehen Sie? Anders gesagt... Trommelwirbel bitte! Schnüfflerbüro! Oh, Kritiker. Wenn man nicht fragt, kann man Detektiven einfach nicht trauen. Ja, den Namen Layton kann man schon trauen. Das Motto der Agentur lautet, wir lösen jedes Rätsel. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, allem auf den Grund zu gehen und jedes Rätsel zu lösen, mit dem mich die Klienten zu konfrontieren. Sie sind Detektive? Oh! Das ist jetzt nicht wahr! Das ist nicht wahr! Was? Ja, guck mal, wie der sich selbst nennt! Ringo! Ja! Und?
Die Frisur, der Name. Ich weiß nicht die Namen von den Beatles. Okay, da wären wir bei George Harrison. Nee, Moment. Ich kenne die Namen von den Beatles nicht. Tut mir sehr leid. Ist nicht schlimm. Aber, Ich muss sie gerade auch... Oh Gott, schaffe ich sie aufzuzählen? Also, ich mag ein paar Lieder von den Beatles, aber nicht alle. Und ich kenne aber vor allen Dingen die Namen nicht. Bei sowas bin ich echt schlecht. Tut mir leid. Also ich möchte... George Harrison? Zwei andere und Ringo Starr. Okay, also war auf jeden Fall jemand Ringo Starr. Ach, Paul McCartney. Nee, war... Ich hab Paul McCartney Ahnung. War auch ein Beatle, oder? Ich hab keine Ahnung. John, Paul, Ringo und... George? Oder ist George jetzt falsch? Oder also irgendwas mit Harrison? Also ich kann mir auch irgendwas mit George erinnern. Also John Lennon, Paul McCartney... Ich würde jetzt sagen George Harrison und Ringo Starr. Und wenn ich jetzt einen davon falsch hab, dann ist das halt so. Oh, Ringo, du bist ein solcher Idiot. Idiot, Idiot, Idiot! Schon gut. Bitte kommen Sie doch zu einem Beratungsgespräch vorbei, falls es etwas gibt, wo wir Ihnen helfen können. Moment, Pete Best und Stuart Sutcliffe, haben die irgendwann mal welche ausgetauscht? Also die letzten beiden kenne ich nämlich gar nicht. Aber ich hatte den Rest richtig. Juhu! Das ist unnützes Wissen. Aber es ist lustig, dass die einen Pilzkopf namens Ringo haben, der anscheinend dann auch an den bestimmt Beetle... Bestimmt ist angelehnt. Ja, ist bestimmt angelehnt. So. Okay, also... So, Hinweismünzen. Hinweismünzen in dem Schild ist bestimmt keiner. Hoppa! Das ist cool! Du hast 10 Hinweismünzen gefunden. Klack, 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 klack. Das war witzig. Das ist was Neues. Aber wer braucht so viele Hinweismünzen bei diesem Spiel? Schornstein. Ganz ehrlich. Schornstein wo? Links. Der Schornstein? Mhm. Bling. Gibt's hier wieder eine Kuriosität irgendwo? Eins der Fenster ist... Welches Fenster? Das mittlere von diesem Haus über der Oma. Da war tatsächlich was. Oh, Mayo. Schreit schon wieder. Okay, aber Kuriosität sehe ich hier nicht. Mhm. So, wollen wir in die Boutique? Alter, also hier mal antippen. Das ist Lady Layton. Achso. Oh, heute geschlossen. Ist dir das kleine Schild nicht aufgefallen? Das ist unsere Delikate. Ich denke, es sollte eine Hundeklappenpflicht geben. Überall. Es ist aber auch wichtig, abzuschließen, wenn man nicht zu Hause ist. Ich will nicht andauernd Verbrechen aufklären müssen. So. Okay, also das da ist die Boutique. Rätsel! Rätsel! Knacke das Schloss! Die Tür bewegt sich kein bisschen. Sie scheinen heute geschlossen zu haben. Ach, pappalapapp! Ach, wie schade. Schade, Miss. Aber wenigstens kannst du ganz leicht an einem anderen Tag wiederkommen. Es ist ja schließlich direkt nebenan von uns. Aber ich habe jetzt Lust, einkaufen zu gehen. Ich weiß, wohin das führt. Okay, ich kann mich nicht mit ihr identifizieren. Oh Gott. Meinst du, sie hat wirklich zu? Meinst du, die Besitzerin hat vielleicht für uns auf? Cat, sieh das doch bitte ein, wenn du aufgeben solltest. Sieh doch bitte ein, wenn du aufgeben solltest. Oh Gott. Tür eintreten, ja. Ojemini! Oje, Ojemini! Oh, Ojemini kam sogar bei einem Charakter in Schatulle der Pandora mit vor. Ich habe so viele Sachen auf einmal gefunden, als ich das letztes Mal wieder auf Spielstand bringen wollte. Ja. Hust, hust. Weil noch was erledigt werden muss. Weil noch was erledigt. Hust. Ja, genau. Oh, und jetzt ein Tee wäre gut. Und ich habe immer noch, ich habe jetzt schon Schadenfreude. Hust, hust. auf jeden Fall, da gab es sogar einen Ernest. In Dropstone gab es einen Typ, der hieß Ernest. Ah, stimmt, ja. Okay. Oh je, meine, ihr jungen Wildfänger schaut aber auch nie, wo ihr hingeht, oder? Entschuldigung? Wer hat denn Sie bitte gefragt? Schaut euch nur diese Pfütze zu euren Füßen an. Ach du Schande, das stimmt.
Da wäre meine Schuhe sicher ruiniert gewesen. Das ist der Plan der Boutique, damit sie drin neue kaufen muss. Ehrlich, ich denke, dass die Frau eigentlich die Besitzerin ist. Oh, das wär's ja. Die ist Frau Adler. Wette ich. Hat die irgendwie so Federn? Nee, aber die ist halt so ein bisschen feiner. So. Nee, oder so ein Flügel auf ihrer... Ja, das ist so so ein Blatt, so. Blumenschmuck-mäßig. Meinst du? Ja. Vielleicht soll es ja auch ein Vögelchen darstellen. Nö. Nee. Das eine ist auf jeden Fall eine Blume davor. Na gut, dann. Vielen Dank, Madame. Vielen Dank dafür. Oh, nicht der Rede wert, Kind. Wildleder darf man nur auf gar keinen Fall feucht werden lassen, stimmt's? Genau, stimmt.